Von wegen Hirntod. Die NATO zeigt sich lebendiger denn je auf ihrem Gipfel in Madrid. Schweden und Finnland werden neue Mitglieder. Das Bündnis rückt damit weiter an die russische Grenze. Russland wird als die größte Gefahr für Sicherheit und Frieden gesehen. Es werden mehr Soldaten in die östlichen Staaten verlegt. Abschreckung wird wieder großgeschrieben. Präsident Putin sieht das offiziell nicht als Bedrohung, kündigt aber Spannungen mit den neuen Mitgliedern an. Was bedeutet das nun und wie groß ist die Gefahr einer Eskalation? NATO-Gipfel in Madrid, mehr Mitglieder, mehr Waffen, mehr Stärke. Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Putin hat geglaubt, er könne dieses transatlantische Bündnis spalten und uns schwächen. Aber er erntet genau das Gegenteil, was er nicht wollte. Er wollte die Finnlandisierung der NATO und er kriegt jetzt die NATO-isierung von Finnland. Denken Sie darüber nach. US-Präsident Biden heute in Madrid auf seiner Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel. Herzlich willkommen aus Berlin. Ja, reden wir über die NATO mit diesen Gästen. Egon Rams ist bei uns, ehemaliger General der NATO für die Bundeswehr. Nach seinem Ruhestand hat er als Senior Mentor für die NATO gearbeitet und kennt daher auch unseren nächsten Gast, der uns zugeschaltet ist aus Estland. Riho Terras, er ist ehemaliger General und Oberbefehlshaber Estlands und inzwischen ist er Mitglied des Europäischen Parlaments. Und ich begrüße Rüdiger Lüdeking. Er ist Botschafter AD. Er war unter anderem stellvertretender Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und auch Botschafter bei der OSZE. Und herzlich willkommen, Angelika Clausen. Sie ist Co-Vorsitzende der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte und Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs. Und diese Gesellschaft wurde 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und so lange sind Sie auch schon dabei. Herr Rams, es war ein historischer Gipfel, haben alle heute betont. Ein ganz besonderer NATO-Gipfel. Die NATO zeigt sich sehr stark und begrüßt die neuen Mitglieder Schweden und Finnland und hat sich dazu bekannt, dass sie aufgenommen werden sollen. Was ist Ihr Fazit von diesem Gipfel? Dieser Gipfel ist für mich etwas überraschend vielleicht, aber sicherlich auch verursacht durch den Druck, den der Ukraine-Krieg auf die NATO ausübt, ausgesprochen positiv verlaufen. Er ist offensichtlich sehr sorgfältig vorbereitet worden mit Blick auf die Zukunft. Ich sehe einmal den Beitritt Schweden und Finnlands als ein wichtiges Ergebnis dabei. Ich sehe die Geschlossenheit der NATO-Staaten als wichtiges Ergebnis dabei. Und ich sehe auch die Einigung auf ein neues strategisches Konzept als ein sehr wichtiges Ergebnis. Und solche strategischen Konzepte wirken ja auch erheblich in die Zukunft hinein. Also sehr positiv. Herr Terras, wie geht es Ihnen, das Baltikum, Sie sind in Estland, hat besondere Sorge gegenüber wegen Russland. Fühlen Sie sich jetzt etwas beruhigter nach diesem NATO-Gipfel? Auf jeden Fall. Ich bin einverstanden, dass es ein sehr guter Gipfel war. Für meinen Geschmack war es etwas zu spät. Ich hätte gerne das Gleiche schon in Chicago oder mindestens in Wales Summit oder Wales Gipfel sehen wollen. Weil schon dann hatten wir Georgien, hatten wir den ersten Ukraine-Krieg und wir haben da immer darüber gesprochen, dass Russland eine Gefahr darstellt. Die Russen müssten Ukraine nochmal angreifen, um dann uns das beizubringen, dass Putin immer Waffen einsetzen will, um die politischen Ziele zu erreichen. Das Gipfel ist sehr schnell gelaufen, sehr gut gelaufen, sehr positiv gelaufen. Ich bin auch fest überzeugt, dass durch Finnland und Schweden NATO stärker geworden ist und auch das ganze Sicherheitslage um den Ostsee sehr viel sich verbessert, wenn die Beitritt stattfindet. Das ist noch nicht da, wir müssen das auch noch sehen. Aber ansonsten sehr gut gelaufen. Die Esten sind natürlich beruhigt, aber wir sind immer ruhig gewesen. Wir haben immer nur gesagt, dass wir auf die Gefahrlage achten müssen und uns dafür vorbereiten müssen. NATO ist ein Verteidigungsbündnis und das müssen wir jetzt tun und das wesentlich besser als bis jetzt. Okay, also auch positiv. Frau Clausen, wie sehen Sie das? Die NATO, die sich ja sehr stark jetzt zeigt, wo man dann aber sagt, die NATO rückt eben weiter nach Russland. Machen Sie sich Sorgen um eine Eskalation? Ich mache mir große Sorgen um eine Eskalation
und die IPPNW, das möchte ich ganz klar betonen, kritisiert in dem neuen strategischen Konzept der NATO, dass die Rolle von Nuklearwaffen noch stärker geworden ist, als sie vorher sowieso schon war. Und dass solche Punkte wie Abrüstung und Rüstungskontrolle viel, viel schwächer geworden sind. Und was wir angesichts des Ukraine-Krieges jetzt brauchen und wo Putin doch mit der Drohung, Atomwaffen einzusetzen, auch wenn er das etwas unklar gelassen hat, aber diese Drohung ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und da, das ist doch auch eine Art völliger Bruch. Und da müsste die NATO doch, Sie können ja erst mal sagen, wir können uns nicht so schnell ändern. Aber Sie müssen doch darauf reagieren und müssen doch Hinweise und Signale aussenden, dass es um eine Diskussion der Rolle der Nuklearwaffen geht. Und dieser Ukraine-Krieg ist nicht durch nukleare Abschreckung verhindert worden. Das ging gar nicht. Und gleichzeitig ist die NATO das größte Rüstungsbündnis. Über die Hälfte der Rüstungsausgaben der Welt werden von NATO-Staaten gemacht. Und unterstützen Sie denn, dass Schweden und Finnland jetzt Teil der NATO werden? Wir sehen das sehr kritisch. Auch unsere Sektion, wir haben zwei Sektionen in Finnland und in Schweden, die haben dagegen gekämpft, solange es ging, haben aber gesagt, die Bevölkerung ist so, dass sie das möchten. Und wir werden uns dem nicht widersetzen. Was sie aber gleichzeitig sehr klar fordern von ihren jeweiligen Regierungen, ist, dass Schweden und Finnland ihre antinukleare Tradition bewahren, dass sie also keine Atomwaffen stationieren sollen auf ihrem Gelände und also auf ihrem Territorium und eben auch nicht der nuklearen Planungsgruppe beitreten. Und insofern könnte es auch eine Stärkung der kritischen Staaten geben, die sich geradezu nuklearer Abschreckung In diesem Punkt. Herr Lüdeking, wenn man jetzt sieht, dass die NATO stärker wird, dass Schweden und Finnland dazukommen, ist das sozusagen jetzt eine größere Chance für die Diplomatie und für eine Möglichkeit, diesen Konflikt mit der Ukraine anders zu beenden? Oder ist damit die Chance für die Diplomatie viel, viel schlechter geworden? Wenn ich nur ganz kurz mal auf das vielleicht reagieren darf, was Frau Clausen gesagt hat. Ich stimme der Bewertung von Herrn Rams vollständig zu. Es war ein erfolgreicher Gipfel. Und die NATO hat sich ja seit den 60er Jahren, seit dem Hamel-Konzept von 1967, eine Doppelstrategie vorgenommen, nämlich, dass man bereit ist zu Dialog, zu Zusammenarbeit, aber dass Voraussetzung ist, dass man eine gesicherte Verteidigungsfähigkeit hat. Und da hat es Mängel gegeben. Und dieser NATO-Gipfel ist für meine Begriffe ein wichtiges Element gewesen, ein wichtiges Event gewesen, nicht nur im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt, sondern überhaupt. Wir haben uns zu lange ausgeruht in der und es geht um die Selbstbehauptung nicht nur des westlichen Bündnisses, sondern auch, und das hoffe ich, dass das also auch jetzt, wenn man so will, ein Follow-up gibt auf europäischer Ebene. Wir müssen auch uns auf europäischer Ebene besser verteidigungspolitisch organisieren. Das heißt, das, was Macron als strategische Autonomie ausgegeben hat, als Message, das sollten wir realisieren. Denn es geht wirklich um eine neue Sicherheitslage, in der wir uns befinden. Aber die USA sind die stärkste, stärkste Kraft in ganz, der NATO. Ganz offen gestanden, wie lange können wir auf USA als den berechenbaren Partner setzen? Mhm. Natürlich, wir wollen die USA, und das ist, wenn Sie, sagen wir mal, in der Diplomatie anfangen, dann gibt es zwei Dinge, die Sie sofort lernen. Erstens die Bedeutung des transatlantischen Verhältnisses und zweitens die Bedeutung der europäischen Einigung. Mhm. Und daran hängen wir auch. Aber man muss sich in einer multilateralen Rüstungskonkurrenz oder einer Rivalität zwischen den Großmächten, muss sich Europa besser positionieren. Okay, ganz kurz, bevor wir zu Herrn Terras gehen. Eine Sekunde, Herr Terras. Ich wollte ganz, ganz kurz nochmal die Nachfrage, weil ich Sie am Anfang gefragt habe, gibt es noch eine Chance für die Diplomatie oder ist sie durch diesen NATO-Gipfel schwächer geworden? Ich glaube, dass die Chance eigentlich etwas stärker geworden ist, wenn natürlich, und das ist eigentlich mein Beschweren ist, dass man also auf die Diplomatie in den letzten Wochen und Monaten nicht gesetzt hat. Und es ist meiner Ansicht zynisch, wenn man einfach alles laufen lässt, die ganzen Tausenden, Zehntausenden von Opfern in Kauf nimmt und jetzt eventuell, wenn man so will, Kollateralschäden hat in Form von Hungertoten in der dritten Welt. Das kann man nicht einfach so laufen lassen. Da muss etwas auch
passieren auf diplomatischer Ebene. Herr Terras, Sie wollten reagieren. Ja, ich wollte einfach sagen, dass man nicht vergessen muss, dass es nicht NATO ist, die eskaliert hat. Die Eskalation kommt nicht von Seite der NATO. Fast 30 Jahre hat NATO versucht, mit Russland zu sprechen. Es waren unterschiedliche Verträge, Abrüstungsverträge da, die alle von Russland weggeworfen worden sind. Und Putin versteht nur Stärke. Wir haben versucht, Eiskunstlaufen um Putin herum zu machen, aber er hat immer Eishockey gespielt. Und ich glaube, gerade sind wir dabei, wieder unsere Eishockey-Team zusammenzustellen. Und ein Dialog braucht immer zwei Seiten. Und heute sehe ich keinen Schritt von russischer Seite für einen Dialog. Er versteht nur Stärke und ein Sicherheitsvakuum provoziert nur, ihn wieder weiterzumachen. Das ist, was 2014 in Ukraine passiert ist. Dann hören wir mal direkt, was Putin gesagt hat. Wir spielen kurz einen O-Ton an von Präsident Putin. Von gestern Abend in Turkmenistan hat er reagiert auf den dann möglichen Beitritt von Schweden und Finnland. Wir haben kein Problem damit, dass Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden. Wenn sie wollen, dann bitteschön. Aber sie sollten klar verstehen, dass es für sie vorher keine Bedrohung gab. Wenn dort jetzt aber NATO-Truppen stationiert werden und Infrastruktur eingerichtet wird, dann müssen wir in gleicher Weise reagieren und dieselbe Bedrohung schaffen, die von diesem Gebiet für uns ausgeht. Dieselbe Bedrohung schaffen. Wie muss ich das verstehen, Herr Rams? Ja, Wladimir Putin geht offensichtlich davon aus, dass die NATO ihn bedroht, was aufgrund der gesamten Geschichte der NATO von 1949 bis heute nicht der Fall gewesen ist, wurde gerade schon angesprochen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und die NATO schützt das Territorium und da hat die Absicht, das wurde jetzt auch bei dem Gipfel nochmal bekräftigt, das Territorium ihrer Mitgliedstaaten zu schützen. Die NATO hat noch nie einen Krieg angefangen und von daher, sage ich mal, hat die NATO bisher die Balance gefunden und wir dürfen nicht in das Selbstbestimmungsrecht der Länder eingreifen, indem wir irgendeinem Land, welches einen solchen Beitrittsantrag stellt, diesen Beitritt verweigern. Ich rufe Rio Terras mit als Zeugen auf. Die Esten, die Letten, die Litauer, vorher schon die Polen und andere Länder, die im Osten von Deutschland liegen oder ostwärts Mitteleuropa liegen, haben den Schutz der NATO gesucht und sind NATO-Mitglieder geworden, einfach weil sie aus der Vergangenheit und aus der Erfahrung raus Angst, Furcht vor dem russischen Bären gehabt haben. Und sie haben diese Angst auch zurecht gehabt. Wenn man sich die Geschichte Russlands oder vorher der Sowjetunion, dann Russlands betrachtet, dann hat Russland immer versucht, eine bestimmte Einflussnahme über die Russland umgebenden Länder wahrzunehmen oder durchzuführen. Und das kann auf die Dauer kann das nicht hingenommen werden. Und ich möchte noch mal erinnern an die Jahre, zehn Jahre, die wir mit Jelzin gehabt haben. Wir haben ja alle möglichen Verträge abgeschlossen. Rein bilateral, mal bezogen auf Russland und die Ukraine, hat Jelzin mit Kuschma einen Vertrag abgeschlossen im Jahre 1997, der durch die beiden Parlamente entsprechend ratifiziert worden ist. Das heißt, es gab eine völlig gesicherte Grundlage für die Integrität der Grenzen, für die Unverletzlichkeit der Grenzen von der Ukraine. Und dann auch, wenn ich dann an die Budapester Konvention denke, nach dem Abzug der Nuklearwaffen aus der Ukraine, die ja wegverlegt worden sind, da war Russland sogar Garantiemacht. Da kann ich nur sagen, auf eine solche Garantiemacht kann ich gerne verzichten, wenn die dann hinterher anfängt, dieses Land, wo sie die Sicherheit garantiert, dann anzugreifen. Frau Clausen, wie viel Angst haben Sie oder wie sehr empfinden Sie das als Drohung, wenn wir da Putin gerade gehört haben? Welche Sorgen machen Sie sich da? Ich mache mir in Bezug auf Putin sehr große Sorgen und Herr Putin hat ja auch letzte Woche hat der erste Überprüfungsvertrag des Atomwaffenverbotsvertrages stattgefunden, wo ich auch selber anwesend war, wo auch die Vertreter der deutschen Regierung anwesend waren, also mehrere Beobachterstaaten aus der NATO. Und der deutsche Vertreter hat ein konstruktives Statement dort gemacht. Herr Putin hat diesen Atomwaffenverbotsvertrag heruntergekanzelt, muss man ganz, ganz deutlich sagen. Sowas gibt natürlich auch kein Vertrauen.
Gleichwohl finde ich die bisherige Einschätzung, also von Herrn Rams, zu einseitig. Die NATO ist jetzt ja nun auch nicht nur lieb und die USA ist auch nicht nur lieb. Trump hat in seiner Regierungszeit den INF-Vertrag gekündigt und Trump hat auch den Vertrag über den offenen Himmel gekündigt. Das ging eindeutig von der Regierung Trump aus und nicht von der russischen Regierung. Und es hat meines Erachtens auch immer wieder Möglichkeiten gegeben, die man hätte aufgreifen können. Ob also Sie das finden, dass man Russland dann auch falsch behandelt hat? Ich will jetzt nicht sagen, dass Putin dann anders geworden wäre oder dass er dann den Überfall und den Einmarsch in die Ukraine nicht gemacht hätte. Das weiß kein Mensch. Aber ich finde, es ist wichtig, auch eine gewisse Selbstkritik an der eigenen Politik zu äußern. Und Abrüstung und Rüstungskontrolle sind auch von Seiten der NATO vernachlässigt worden. Und die sind eben jetzt... ist das auch nicht an erster Stelle. Und darum geht es in Zukunft. Hätte das was geändert, Herr Lüdecke? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, da muss ich Ihnen zustimmen. Es geht nicht nur um Abrüstung und Rüstungskontrolle, sondern wir haben seit etwa 2000, seit auch dem Amtsantritt von Bush Junior in Washington, eine andere Politik der Amerikaner gegenüber Russland. Wir hatten ja ganz zu Beginn auch nach dem Ende des Kalten Kriegs sehr viel getan, um die Sorgen, die Russland geäußert hat, was die Sicherheit Russlands angeht, was das Glacis angeht, was es beansprucht hat, dem also zu entsprechen. Das ist dann weggefallen. Das ist also, glaube ich, auch ein Teil des Hochmutes, den wir teilweise im Westen hatten. Und das ist sehr bedauerlich. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass natürlich das, was jetzt Putin gemacht hat, in keiner Weise zu rechtfertigen ist. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Sondern das ist halt, und wir müssen uns nur halt klar werden darüber, was wir vielleicht versäumt haben in der Vergangenheit. Und das sind große Versäumnisse. Gleichzeitig will ich aber auch noch mal eines sagen. Ich glaube, wenn man jetzt Abrüstung und Rüstungskontrolle, das darf man nicht verwechseln mit etwas, was dann die Friedliebenden machen wollen. Das ist für mich integraler Bestandteil der Sicherheitspolitik. Aber jetzt hört man doch nur Aufrüstung. Jetzt ist natürlich auch für uns der Zeitpunkt gekommen, wo wir erstmal unsere Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen müssen. Mhm. Und jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt gekommen, abzurüsten. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, was mich gestört hat, ist dieser Bellizismus, der in vielen Erklärungen zum Ausdruck kommt, auch von Politikern, und das Herunterspielen der Eskalationsrisiken, die tatsächlich da sind. Okay. Und ich würde das also durchaus auch sagen, es gibt ein Eskalationsrisiko, das besteht, das auch dann vor allen Dingen verschärft bestehen wird, wenn Putin sich an die Ecke gedrängt fühlt oder mit dem Rücken zur Wand steht, dass er dann vielleicht als letztes Element vielleicht sich sogar noch überlegt, Nuklearwaffen einzusetzen. Und das wird für meine Begriffe viel zu sehr unterschätzt bei uns. Herr Terras, wie sehr sehen Sie das, was Putin da sagt? Wie empfinden Sie das? Sie kennen ja auch seine Worte gegenüber dem Baltikum. Also wie sehr muss, oder was meint er damit, wenn er sagt, wir müssen dann überlegen, wie wir reagieren? Ganz ehrlich, ich finde es sehr naiv zu denken, dass Putin anderes gehandelt hätte, wenn wir uns irgendwie besser zu ihm hätten, wenn wir besser gewesen wären zu Russland. Weil sein erster Amtseintritt 1998 hatte im zweiten Tschetschenienkrieg den ganzen Stadt Grozny vernichtet, genauso wie Mariupol heute oder Aleppo in Syrien. Das heißt, er ist immer das Gleiche gewesen. Und sein Ziel ist, Russland größer zu machen. Es ist ein imperiales Kolonialkrieg, was er führt für die Ressourcen. Und ihn interessieren diese Verträge, was Jelzin irgendwann irgendwo unterschrieben hat, überhaupt nicht. Ich bin selbst auch mehrmals in Russland gewesen als Wiener Dokumentkontrolle. Und ich wusste schon damals, dass für die Russen das einfach ein Blatt Papier ist, was die überhaupt nicht wichtig fanden. Und aber um den nuklearen Krieg,
Ich würde sagen, die Bedrohung ist immer da. Deshalb ist auch wichtig, dass die nukleare Abschreckung immer noch in unserem Koffer ist. Aber ich glaube, auch China wird es nicht zulassen, dass Russland mit diesen Spielzeugen spielt. China ist heute hinter Putin. Aber wenn Putin da anfängt, mit Nuklear zu spielen, wo China sich gar nicht so stark fühlt, dann werden die Chinesen schon auch dazu was sagen wollen. Mhm. Und deshalb denke ich, dass die Nuklearkriegsmöglichkeit heute nicht da ist. Das sehen Sie. Das würde ich aber nicht. Man sollte es aber nicht zu sehr herunterspielen. Ich glaube, wenn Putin an der Wand steht, wenn sein eigenes Überleben auf dem Spiel steht, das Überleben seines Regimes, dann ist eine Eskalation, sowie horizontal wie auch vertikal, nicht auszuschließen. Ich glaube, das wird immer heruntergespielt und das halte ich für unverantwortlich. Das hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun, das ist schlicht unverantwortlich. Noch einen Punkt will ich aber sagen. Wie sollte man dann damit umgehen, wenn Sie sagen, das wäre unverantwortlich? Was wäre denn verantwortliches Handeln dann? Ja, das ist eben die große Frage. Und da sehe ich natürlich, dass auch die Bundesregierung zwischen Züller und Charybdis in einem Dilemma steckt. Einerseits haben wir eine moralische Verpflichtung, die Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber auch verhindern, eine Eskalation, die vielleicht zu einem Nuklearkrieg führt, der natürlich existenziell ist. Da geht es nicht nur um Zerstörung, sondern da geht es um, wenn Sie wollen, das ist ein großes Wort, um das Überleben der Menschheit. Und da muss man also sehr vorsichtig agieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich das ganz ehrlich sagen soll, dass in Amerika es eine weniger aufgeladene Debatte als hier teilweise. Hier haben wir halt das große Problem, dass wir einerseits den moralischen Anspruch haben, die moralische Argumentation, die mit großer Werbe vorgetragen wird. Und gleichzeitig fehlt mir manchmal das Augenmaß, das natürlich realpolitisch erforderlich ist, um zu einem Ende des Krieges zu kommen. Und das ist das Ziel aus meiner Sicht, dass auch jetzt zum Beispiel, heute ist ja auch dieser Aufruf veröffentlicht worden in der Zeit, Waffenstillstand jetzt. Das treibt diese Leute um. Wir sind natürlich in einer Situation, wo die Eskalationsrisiken tendenziell vielleicht steigen. Frau Clausen. Also ich möchte ein anderes. Moment, Herr Terras, erst Frau Clausen und dann Sie. Ich möchte zu zwei Sachen Stellung nehmen. Wir haben einen ganz konkreten Aufruf gemacht am Anfang des Ukraine-Krieges und haben dafür 1 Million Unterschriften gesammelt. No first use Ersteinsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg und das eben gemeinsam die USA und Russland diesen No-First-Use-Appell unterschreiben sollen. Das ist natürlich erstmal eine erste Initiative. Das ist mir klar, dass uns auch uns allen klar, dass das jetzt nicht sofort passiert. Aber es ist wichtig, dass wir als Friedensbewegung diese Forderung überhaupt wieder auf den Tisch legen. Und wir sind mit diesen über 1 Million Unterschriften zu der UN-vertretenden Generalsekretärin gegangen, Frau Nakamitsu, haben die übergeben. Und ihr Vorschlag ist, dass im Sicherheitsrat eine Anhörung stattfinden sollte, wo über die humanitären Folgen eines begrenzten Atomkriegs gesprochen wird, damit es einfach mal öffentlich wird. Und Länder, die das zum Beispiel jetzt als Mitglieder einbringen könnten, wären Mexiko und auch die Schweiz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Bundesregierung da mit der Schweiz Kontakt aufnehmen würde und diese Initiative eben von der Seite oder überhaupt auch mit unterstützen würde. Und zu dem No First Use möchte ich noch sagen, China hat 2021 im Spätherbst hat selber gesagt, dass sie bereit sind, ein Vize-Außen- oder Vize-Verteidigungsminister, das weiß ich nicht mehr genau, dass sie bereit sind, einen No-First-Use-Appell zu machen, wenn alle 5 also Atommächte im Sicherheitsrat da mitmachen. Das kann man natürlich nicht alleine machen. Aber haben Sie die Eindruck, dass man das mit Russland jetzt noch machen kann? Es geht nicht darum zu fragen, es finde ich eine falsche Frage, ob man das jetzt mit Russland machen kann. Es geht darum, dass wir überhaupt diese Dinge wieder besprechen, dass sie in die Diplomatie kommen. Und es könnten ja zum Beispiel Gespräche erfolgen, Gespräche, die auf die Minderung der nuklearen Risiken gerade zwischen den USA und zwischen Russland aufgerichtet sind. Dazu gibt es eine entsprechende Expertengruppe, die das machen könnte. Das ist Ihr Punkt. Ich glaube, Herr Terras, Sie wollten da noch gerade was zu sagen und dann Herr Rams.
Ich wollte einfach sagen, diese Gerede über die Waffenstillstand. Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, wenn wir dazu kommen würden. Aber die Einzigen, die darüber stimmen müssen, sind die Ukraine, die jeden Tag Kampf führen und sterben. Und ich glaube auch, dass die Frau Clausen recht hat, dass die nuklearen Gespräche weitergeführt werden müssen. Aber heute ist die Priorität, dass sie mitten in Europa Putin zivile Bevölkerung tötet, massenweise. Und wir fangen an, langsam das zu vergessen und haben andere Themen kommen hin. Ich weiß, dass der nukleare Krieg schlecht ist, aber heute ist schon ein Krieg da, wo die ganzen Städte ausradiert werden. Und damit müssen wir was anfangen. Und da helfen nur Waffen. Das heißt, Europa muss sich zusammentun und viel mehr Waffen an Ukraine schicken. Herr Rams, ist das ein Punkt, wo man sagt, wir müssen erst den Ukraine-Krieg irgendwie befrieden, bevor wir uns dann um die nukleare Abrüstung kümmern müssen? Oder muss man es gleichzeitig immer denken? Also ich bin mit Herrn Lüdeking einer Meinung, dass Diplomatie auch in Kriegszeiten weitergehen muss. Und dass man sich mit dem Gegner und mit anderen unterhalten muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Nur wir müssen das so einschätzen, dass Wladimir Putin dieses im Augenblick und in den letzten Jahren, vielen Jahren sogar, wo wir hätten vielleicht schon vorher reagieren können und diese Themen hätten aufgreifen können, zu solchen Themen nicht an den Tisch gekommen ist. Wenn Trump den INF-Vertrag gekündigt hat, dann muss man halt eben auch als Hintergrund dahinterlegen, dass Putin, das heißt Russland, zu diesem Zeit neue Waffensysteme mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern entwickelt hatte und aus dem Grunde den INF-Vertrag nicht gekündigt, aber gebrochen hat. Das ist eine ganz einfache Tatsache. So, und wenn ich dann Vertragspartner bin, dann überlege ich mir, wie ich meinem Vertragsgegenüber signalisiere, dass ich mit seiner Vorgehensweise nicht einverstanden bin. Ich bin kein Trump-Fan, in aller Deutlichkeit gesagt, aber da muss man die Sachen schon mal richtig sitzen lassen. Auch zu Ihrer Ansage mit dem Jahr 2000 und George W. Bush. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass Polen, die Ungarn und die Tschechische Republik bereits im Jahr 1999, da war George W. Bush noch nicht im Amt, mit die ersten Länder waren, die die NATO-Erweiterung für sich beantragt, gewünscht und bekommen haben. Und die Balken haben damals getrauert, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil sie da nicht beim ersten Schub mit dabei waren, sondern erst im März 2004. In die NATO aufgenommen wurden. Ich habe die Fahnen der baltischen Staaten in meinem Hauptquartier in Stettin am Flaggenmast hochgezogen damals, um dies in aller Deutlichkeit zu sagen. Von daher, wir reden über das, was wir uns wünschen. Das ist richterlich richtig. Wir reden über das, was wir mit Diplomatie und Politik erreichen können, vielleicht. Wir müssen aber heute reden, und da gebe ich Rio Terras völlig recht, wir müssen aber heute reden über das, was in der Ukraine passiert. Und da sterben jeden Tag Hunderte von Menschen durch diese Aggression von Putin. Und das ist Realität. Das ist schlicht und einfach Realität. Und das ist das, was wir zuerst Da müssen wir uns als müssen. Erstes drum kümmern. Ich sage das und mal das, gar nicht immer. Da sagt Herr Terras, es geht nur mit schweren Waffen. Das sagen Sie auch, das geht nur mit schweren Waffen. Das sehen Sie anders. Das sehe ich auch anders. Ja. Ich vergesse manchmal diese Punkte, aber es gibt eine ganze Reihe von Punkten, auf die ich eigentlich gerne eingehen würde. Das erste ist, das ist ein gutes Beispiel. Bei der ersten NATO-Erweiterung hat es ein Vorspiel gegeben, nämlich in Form der NATO-Russland-Grundakte. Ja. Da gab es also auch bestimmte Verpflichtungen, Zurückhaltungsverpflichtungen, die die NATO übernommen hat. Übrigens auch die aber Russland ja auch übernommen hat. Ja, Russland hat dann sogar 99 bei dem OSZE-Gipfel auch eine Verpflichtung übernommen für den Militärbezirk Leningrad, Pskov speziell. Also es hat da etwas gegeben, das hat es hinterher nicht mehr gegeben. Insofern muss ich sagen, waren wir etwas blauäugig, naiv in der Art und Weise, wie wir auf Russland reagiert haben. Und ich will ja nicht jetzt die ganze Geschichte wieder erzählen, aber 2007 war ja deutlich, was Putin davon gehalten hat, dass seine Interessen nicht berücksichtigt wurden. Und im Übrigen würde ich auch sagen, die Nuklearwaffen, so sehr wir uns auch dafür eingesetzt haben und einsetzen sollten, dass sie abgerüstet sind, man kann sich gar nicht vorstellen, was ein Nuklearkrieg, auch selbst ein begrenzter Nuklearkrieg, der im Übrigen auch von Trump als Möglichkeit durchaus ins Auge gefasst worden ist, was der anrichtet. Aber ich fürchte, dass jetzt, wo Russland aus dem Krieg geschwächt hervorgehen wird, dass Russland viel mehr noch auf die Nuklearwaffen
Wert legen wird als vorher. Mhm, und seine Nuklearstrategie vor etwa 10 Jahren geändert hat in dieser Richtung. Mit den taktischen Nuklearwaffen, die eingesetzt werden sollen wie Gefechtsfeldartillerie. Das steht in deren Doktrin denn heute. Ja gut, ich meine, das ist auch die Frage. Schauen wir mal. Das ist natürlich die No First Use, ist natürlich eine Deklaratorik. Und man hat sich natürlich auch gegenüber Amerika dazu erklärt, auch von europäischer Seite, auch von deutscher Seite. Nur weiß ich, dass zum Beispiel die mittelosteuropäischen Staaten das nicht haben wollten. Sie wollten also keine Reduzierung der Rolle der Nuklearwaffen. Ja, bleiben wir aber dann nochmal beim Ukraine-Konflikt, um zu gucken, wie man da weiterkommt, Frau Klausen, weil Sie wollten das gerne nochmal ausführen. Warum Sie sagen, keine schweren Waffen? Weil das ist ja das die ganze Zeit, was die Ukraine so stark fordert, immer wieder, um Russland zurückzudrängen. Warum sind Sie dagegen? Warum wollen Sie der Ukraine nicht auf diese Art helfen? Wir sind eine Friedensorganisation und wir sind nicht befugt, diese Art der schweren Waffen zu bewerten und ob sie denn unbedingt zur Kriegsführung nötig sind. Gleichwohl ist doch alle schweren Waffen, die geschickt werden, bedeuten doch letztlich, und ich denke, es ist ein Stellvertreterkrieg, in den die Ukraine jetzt übergegangen ist, bedeuten ja immer mehr Waffen, immer mehr schwere Waffen, immer tollere, immer weitreichendere Raketenwerfer, bedeuten doch, und ich sehe, dass es alleine gemacht wird, dass es keine Anstrengungen gibt gleichzeitig für Diplomatie. Und das finde ich sehr, sehr einseitig. Und zu glauben, dass man in einem Zermürbungskrieg dann, wie endet man denn da? Wie viel Zivilbevölkerung soll denn noch sterben in der Ukraine? Wie viele Städte sollen noch zerbombt werden? Wie viele ukrainische Soldaten sollen noch sterben? Wie viele russische Soldaten sollen noch sterben? Das sind doch alles. Wo sehen Sie denn einen Ansatz, solange Putin nicht verhandeln will? Das ist das große Problem. Er ist ja sozusagen. Aber ist das schon mal ausprobiert worden? Darf ich das mal von der anderen Seite versuchen? Ich würde aber gerne meine Schlussfolgerung noch sagen. In der Friedens- und Konfliktwissenschaft wird gesagt, dass man nach übergeordneten Zielen suchen muss, um zu gucken, ob da zunächst einmal gewisse gemeinsame, also ob über Verhandlungen Ziele auch zu Ende gebracht werden können und verfolgt werden können. Und da wäre zum Beispiel die Hungerkrise schon ein wichtiges Ziel, was gemeinsam verfolgt werden könnte, was allen helfen würde und wo auch viel mehr getan werden könnte. Und es könnte gleichzeitig auch, es könnten doch Angebote kommen von Seiten der NATO, von Seiten auch der USA, die mit am Tisch sitzen muss, dass eine Bereitschaft da ist, zu reden. Also ohne, dass der Krieg jetzt sofort aufhört. Da so naiv bin ich nicht. Ja, Herr Rams, Sie wollten dazu was sagen. Also man kann das, was Frau Klausen gerade gesagt hat, in zwei Teile teilen und auch von zwei Seiten sehen. Der erste Punkt, den ich festhalten möchte, ist der, dass sich auf dem EU-Gipfel und bei dem G7-Gipfel die dort vertretenen Staaten darauf geeinigt haben, Nahrungsmittelhilfe zu leisten für den Süden der Welthalbkugel. Und dieses zum Teil mit erheblichen Beträgen und dass sich die Europäische Union zurzeit darum bemüht, auf Verhandlungswegen oder wie auch immer Getreide aus der Ukraine rauszukriegen, um dieses in den Süden der Welt entsprechend verteilen zu können. Das heißt, man kann den Ländern nicht vorwerfen, dass sie sich mit diesem Problem nicht beschäftigt haben. Wie weit der Putin das gemacht hat, weiß ich nicht. Zweite Anmerkung. Putin ist der Aggressor, Russland ist der Aggressor gegen die Ukraine mit einer nahezu einjährigen Vorbereitung, die wir gesehen haben, die wir aber nicht genutzt haben in dieser Richtung. Einmal nicht genutzt haben für Verhandlungen, einmal nicht genutzt haben für möglicherweise das Zeigen militärischer Stärke, um ihn aufzuhalten, welche Mittel man da auch immer einsetzt. Nur das Problem ist die Tatsache, dass im Kern diese Aggression das Problem ist. Und wenn ich dann sage, ich gebe der Ukraine keine schweren Waffen, dann heißt das in der Konsequenz, dass ich die Ukraine gegenüber Russland opfere. Und das kann nicht in unserem Interesse liegen. Wenn wir den Ukrainern keine Waffen und keine Munition mehr geben, ist für die der Krieg irgendwann zu Ende, weil sie keine eigene Rüstungsindustrie mehr haben. Das heißt, dann kommt Putin zu dem Ziel, mit dem er am 24.02. angefangen hat, nämlich die Ukraine zu überrollen. Dann wird er die ukrainische Bevölkerung nach Russland einverleiben oder deportieren, was er ja zum Teil jetzt schon macht. Kinder werden von ihren Familien getrennt und dergleichen Dinge mehr. Das kann doch keine Sache sein, die wir unterstützen können, sondern da müssen wir nach unserem Verständnis Werte, Recht, humanitäre Regeln und dergleichen mehr, müssen wir versuchen, dem eine Grenze zu setzen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir was falsch. Herr Terras, bitte. Ja, und ich glaube, sehr gefährlich ist
zu sagen, das müssen die Amerikaner und Russen am Tisch sitzen und darüber handeln, was aus der Ukraine wird. Das hat man schon in der Geschichte viel mehrmals gesehen und das ist nicht, was wir wollen und das dürfen wir nicht tun. Das ist ein, Zelensky ist ein demokratisch gewählter Präsident. Die haben ein Parlament, der demokratisch gewählt ist und der gewählt hat, für die EU zu stehen. Und wenn wir die jetzt im Stich lassen und denen nicht das geben, was die am meisten brauchen, nämlich dreimal gesagt, Waffen, 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 dann haben wir ein Land, 40 Millionen, der eigentlich für Europa sehr wichtig ist und eigentlich auch ein Vorteil wäre, wenn Ukraine Teil der Europäischen Union wäre. Und wenn wir die nicht heute helfen, dann werden wir da eine Regierung schaffen, die gegen die Europäische Union ist. Mhm. Auch gegen Russland vielleicht, das weiß ich nicht. Die NATO hat ja klar gesagt, dass sie hilft. Und das ist ja ein ganz klarer Punkt. Und dass Schweden und Finnland jetzt dazugehören. Es geht um Sagen und richtige Waffenlieferungen. Estland hat heute mehr Haubitzen an die Ukraine geschickt, als Deutschland versprochen hat. Und die Nummern sind zu klein. Wir können diesen Krieg gewinnen. Ja. Also dazu, nur ganz kurz noch dazu. Also man will natürlich keinen falschen Präzedenzfall schaffen. Und den schafft man, wenn man die Ukraine alleine lässt und dann Russland seine Kriegsziele erreicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch realistisch sein. Man muss sehen, was können denn wir mit unseren Waffenlieferungen erreichen im optimalen Fall. Und da ist das Problem, dass vielfach die Ziele, die in der westlichen Politik verfolgt werden, gar nicht klar sind. Also wollen wir, dass die Ukraine die besetzten Gebiete wieder besetzen kann, wieder erobern kann? Wie weit soll das gehen? Soll das nur der Donbass sein? Soll das eventuell auch die Krim sein? Ich glaube, man sollte da sehr vorsichtig sein, dass man da nicht zu große Erwartungen weckt, denn das sind Waffenlieferungen, die wahrscheinlich gar nicht getätigt werden können. Das heißt, Sie halten und es für unrealistisch, dass die Ukraine militärisch gewinnt, auch wenn wir mehr liefern? Na, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen sollte. Das ist ja eine Diskussion, was heißt denn Sieg, soll nicht verlieren, soll bestehen. Also ich würde schon sagen, man muss da etwas vorsichtiger sein, um nicht allzu große Erwartungen zu wecken. Denn es geht natürlich realpolitisch auf etwas zu, wo man wirklich sagen muss, sorry, dass ich so offen sage, für die Russen dürfte eine Rückgabe der Krim nicht akzeptabel sein. Und das sagen auch Leute wie Nawalny, hat sich mal dazu geäußert. Also man muss auch sehen, was können wir erreichen. Und das erfordert natürlich eine Rückeroberung, erfordert viel, viel mehr Kräfte auf Seiten der Ukrainer. Mhm. Das können wir nicht bringen. Und ich noch einen Punkt noch zum Anlass der Diskussion oder die Erreichung eines Waffenstillstands, der muss natürlich verbunden sein mit einer Lösung, die für die Russen in irgendeiner Weise eine Lösung ist, die akzeptabel ist, wie auch immer. Ist die Frage, muss das so sein, dass die Russen was akzeptieren können? Ja, aber also ich selber habe in der Richtung auch bei Phoenix, nicht in dieser Runde, vor einiger Zeit argumentiert, dass ich gesagt habe, man muss Putin einen gesichtswahrenden Ausstieg ermöglichen. Genau das ist das. Aber ich muss Ihnen heute aus der Erfahrung und aus der Kenntnis von heute, muss ich Ihnen widersprechen. Ich muss Ihnen einfach aus dem Grunde widersprechen, weil Putin sich diesen gesichtswahrenden Ausgang selbst verschlossen hat. Mit der Aggression hat er sich denn selber die Tür zugeschlagen. Und ich glaube, da pflichte ich auch meinen baltischen Freunden und anderen NATO-Staaten mit bei, ich glaube, dass tatsächlich die einzige Sprache, die Putin versteht, eine harte Sprache ist, die ihm deutlich zeigt, wir werden nicht nachgeben. Und auf diese Art und Weise kommt er vielleicht irgendwann zur Besinnung, wo ich befürchte, dass er das auch nicht tut. Also da möchte ich doch noch mal eingreifen. Ja, da stimme ich zu. Ich wollte eigentlich noch einmal auf die Türkei schauen, weil das ja auch wichtiger Punkt ist. Eine kurze Frage. Ja. Gegenüber wen muss man den Gesicht bewahren? Gegenüber Westen hat er dann schon seit langem das verloren, gegenüber der Ukraine auch und gegenüber eigener Bevölkerung. Kann er jedes Blödsinn erklären, die glauben alles. Das heißt, er kann sagen, ich habe das
Krieg gewonnen und so werden die das genommen, auch wenn er Krim verliert. Aber das, wie dieses Stillstand stattfinden muss, ist nur durch die Ukraine zu bestimmen und nicht durch andere Mächte. Das ist wichtig. Ich würde ganz gern noch die letzten paar Minuten noch mal nutzen, weil wir auch über die Werte ja reden und auch über die NATO als ein Bündnis, wo es ja auch um die Werte eben geht. Und es gab ja viel Diskussion mit der Türkei eben über diesen Beitritt von Schweden und Finnland. Hören wir mal, was Erdogan, Präsident Erdogan, da heute noch zugesagt hatte. In Schweden und in Finnland sind Terrororganisationen und in dieser Hinsicht hat die Türkei auch seine roten Linien zum Ausdruck gebracht. Wir haben unsere Sensibilitäten zum Ausdruck gebracht und wir sind konstruktiv herangetreten an unsere Bündnispartner. Erdogan hat aber auch jetzt gesagt, wenn das nicht passiert, also zum Beispiel Auslieferungen von den Menschen, die er Terroristen nimmt, von der PKK, dass er dann eventuell, dass das Parlament dann gar nicht zustimmen kann. Frau Clausen, wie bewerten Sie das, wenn Erdogan so mit der NATO umgeht? Sträflich und vor allen Dingen von Seiten der NATO empfinde ich das als mit zweierlei Maß messen. Erdogan hat gegen die syrische PKK, die JPG, hat er ja schon Kriege geführt und seine Absicht ist, den Nordstreifen von Syrien ganz zu säubern und die syrischen Flüchtlinge dort anzusiedeln. Das hat er ganz oft schon erklärt, das weiß man. Und der geht Schritt für Schritt vor. Jetzt will er schwedische, nicht nur deutsche, sondern auch noch schwedische oder vielleicht finnische oder weiß ich, amerikanische Flugzeuge will er haben, damit er das umsetzen kann. Und die Regierung Erdogan geht dadurch in ein anderes Land, um ihre Kriegsziele durchzusetzen. Und das, ich weiß nicht, was das mit Völkerrecht zu tun hat. Und das macht ein NATO-Mitglied und alle anderen schweigen. Mhm. Das ist schon krass. Ja, Herr Rams, wie sehen Sie das? Hat die NATO sich dazu sehr den Forderungen von Erdogan gebeugt? Also was die Terroristen angeht, möglicherweise nicht. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass beispielsweise die PKK auf der internationalen Terrorliste der Vereinten Nationen draufstehen als terroristische Organisation. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Augenblick mit der JPG ist oder YPG ist, ob die auf dieser Terrorliste auch draufstehen, entzieht sich meiner Kenntnis. Zweite Aussage, wir haben auch amerikanische Soldaten in Nordsyrien gehabt, die dort dafür gesorgt haben oder sorgen sollten, dass die Truppen von Assad dort nicht, ich sag das mal, einen Vernichtungskrieg geführt haben oder führen wollten. Und wir haben damit auch zum Teil, das war ja auch ein Risiko während dieser Auseinandersetzung, sogar die Gefahr gehabt, dass wir dort möglicherweise amerikanische Truppen gegen russische Truppen aufeinander hätten treffen lassen können, was auch zu einer besonderen Eskalation geführt hat. Trotzdem, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Türkei ist kein einfacher Bündnispartner. Dieses Mal so schlicht und einfach formuliert. Und es ist immer ein Abwägen. Man kann ja auch über Werte, man kann über Demokratie, die Veränderung der Verfassung durch Herrn Erdogan, dergleichen kann man reden. Es wäre halt schön, wenn die Türkei sich in der Richtung mehr an die Menschenrechte halten würde und auch mehr an demokratische Grundregeln halten würde. Nur sie tut es nicht. Und dann wird abgewogen mit der strategischen Bedeutung, die die Türkei für die Südostflanke hat und auch für den Zugang zum Nahen und Mittleren Osten. Und da entscheidet man sich zumindest bis heute dann halt eben zugunsten der Türkei. Das ist die Situation, auch ein Faktum. Das ist ein Faktum. Wir können das auch gar nicht mehr ausführen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Und weil ich gerne eine kurze Runde noch mit Ihnen machen würde. Das G20-Außenministertreffen ist in Indonesien schon nächste Woche. Wenn man noch mal vorausschaut und guckt, Diplomatie, Verhandlungen. Herr Terras, sehen Sie irgendeine Chance, wo Sie sagen, da könnte irgendwas Positives sein, dass dieser Krieg in der Ukraine anders beendet werden kann? Ich sehe da die Möglichkeit heute nicht, leider nicht, dass die einzige Möglichkeit, die Verhandlungen waren schon da. Also man hat versucht, Zelensky hat persönlich versucht, Putin anzurufen. Putin nimmt die Hörer nicht ab. Deshalb sind die Verhandlungen nicht möglich. Und das heißt, dieses Krieg wird in Donbass entschieden. Herr Lüdeking, sehen Sie eine Chance? Ich glaube nein. Also wenn ich dafür plädiere, dass man diplomatisch aktiver ist, und da haben die USA den zentralen Part zu spielen, um etwas zu erreichen. Denn die Russen erwarten, auf Augenhöhe mit den USA wahrgenommen zu werden. Ich sehe es aber im Augenblick nicht, dass das geschehen wird.
Aber trotzdem sollte man sich davon nicht abhalten lassen und versuchen. Mhm. Frau Clausen? Also ich kann mich da nur Herrn Lüdeking anschließen. Das wird nicht schnell passieren können. Und die USA und Russland müssen zusammensitzen und müssen gucken, wo, auf welchen Ebenen sie ein bisschen näher aneinander wieder kommen können, um wirklich in Richtung diplomatische Lösungen für die Ukraine zu kommen. Kurze Antwort noch von Ihnen. Also ich hoffe, dass es eine Gelegenheit gibt, wo der Außenminister Blinken und der Außenminister Lavrov bei dem Außenministertreffen, vielleicht auch mit Frau Baerbock dabei, gemeinsam reden können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle drei, wenn sie eine Chance haben, die Chance nutzen werden. Aber wenn, das ist die entscheidende Aussage. Okay, das wäre ein etwas positiver Ausblick. Hoffen wir mal, dass es soweit kommt. Vielen Dank, Herr Terras, Herr Lüdeking, Frau Clausen und Herr Rams für den Besuch hier und die Diskussion. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag. Und da sehen Sie auch noch mal jede Menge vom NATO-Gipfel. Bis dann. Tschüss.